Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und der 6. Folge von Slain Back from Hell. Und wir werden jetzt hier in den Sewers weitermachen. Das wird relativ spannend, denn das ist ein ziemlich böses Gebiet, in dem wir uns hier befinden. Oh mein Gott, da haben wir wieder diese werfenden sonst etwas. Da kommen die Morgensterne angeflogen. Hilfe, noch einer. Und als nächstes die Skelette. Aber wir wissen uns natürlich zu wehren. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei dem normalen Schwert. In den meisten Fällen hat uns das bisher nicht geschadet. Das hat mir allerdings schon geschadet. Doof. Au. Ich wollte gerade noch was sagen. Aber es war zu spät. Duap. 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 So. Erstmal wieder den Grabstein hier zerdeppern. Oh Gott. Also, das ist die Schwierigkeit in diesem Gebiet. Im Prinzip kann es mir egal sein, weil ich muss die Dinge eigentlich nur wegschlagen. Aber in der Theorie klingt das immer so leicht, in der Praxis ist es dann doch irgendwie anders. Ja. Es ist halt so völlig unnötig jetzt, diese letzten drei Tode. Mensch, ganz ehrlich. Das kann doch nicht mehr sein. Da habe ich jetzt das Timing raus. Hier ist natürlich mies, dass die alle unterschiedliche Abstände voneinander haben. Aber das schreckt mich ja mittlerweile auch nicht mehr ab, so. Okay. Gut, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. So, der ist weg. Als nächstes müssen wir das Vieh irgendwie loswerden. Gut. Gut. Okay. Vorsicht. Auch weg. Ja, sehr gut. Und jetzt müssen wir da hoch. Okay. Und damit dürfte ich es, glaube ich, geschafft. Ja, perfekt. So, hier haben wir Folgendes. Da haben wir wieder die Patty-Presse von McDonald's. Das ist aber auch eine Scheiße. Oh. Wow. Oh. No. Ganz ehrlich, warum ist diese Kanalisation so? Warum glaubt dieser Vroll, dass Scheiße eine so zermürbenden Weg hinter sich bringen muss. Okay, jetzt müssen wir schnell hier rüber. Sehr schnell hier rüber. Fuck. Oh no. Nein! Okay. Nochmal durch die Patty-Presse. Hier sind wir safe. Okay. Das ist aber auch ein Spießrutenlauf hier, sondergleichen. Danke. Danke. Einmal vorbeilassen, bitte. So. Upp. Und schon sind wir wieder hier. Okay, das hier oben ist noch ein Safe Spot. Gut. Die lassen mich jetzt in Ruhe, hoffentlich. Haben wir hier nochmal irgendwie wieder einen Safe Spot? Das ist ein Safe Spot. Hier oben können wir auch stehen. Hier auch. Und da sind wir. So, was ist das jetzt hier für eine eklige Höhle? Ich kann diese lebende Wand emporkraxeln. Averse shape blooms outside in the darkness. Mother Beholder.
ziemlich widerliches Kotzen. Vielleicht ist das Feuerding hier stärker. Er hat auf einmal eine riesengroße Zyste. Was passiert da? Geh weg! Hallo? Verschwindet! Ah, okay, ich muss dann irgendwie diese Zysten zerschlagen, ist es so? Es ist auf jeden Fall mega eklig. Aber das Gegnerdesign ist natürlich wirklich genial. Kann man nicht anders sagen. Also mit so einem Endboss habe ich jetzt auch überhaupt nicht gerechnet. Das heißt Endboss mit einem Gebietsboss. Sehr schön. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Fuck. Daneben. Och Mensch, scheiße. Nochmal. Der wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Fuck, über ihn drüber. Schon wieder so viel Leben verloren. Oh, kann ich ihn so rammen? Ja, das bringt es jetzt auch nicht so voll, denn das Problem an der Geschichte ist einfach, dass ich dadurch Leben verliere. Und dadurch lohnt es sich nicht. Ah. Fuck. Ja. Genau, hier muss ich mich echt mal eben konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe tatsächlich, weil irgendwie liegt es mir gerade sehr, sehr fern, eine Idee gegen den zu haben. Ja, jetzt kommen die kleinen Beholder. Beholder. Wachholder. Bleh. Ja, das ging wohl auch nach hinten los. Ja, keine Ahnung. Ich finde den cool designt, aber ich komme damit nicht klar.
Machen wir nochmal. So much shit is flying around. Kannst du mal aufhören, deine Wackelpeterkugel loszuschicken? Man, überleg mal, wie viel Leben ich schon wieder verloren habe. Nur weil ich irgendwie ihn zweimal berührt habe oder so. Wohin soll das führen? Die scheinen wenigstens nicht zu schießen. Was ganz angenehm ist. Ja, die scheinen wirklich... Doch, die schießen. Da müssen wir natürlich... doppelt aufpassen. Vor allem, guckt euch an, wie viel das ist. Wie viele das einfach sind. Kleinen Penner. Ja, das war natürlich wieder selten dämlich von mir, aber naja, mal gucken, ob wir den in dieser Folge tatsächlich schaffen. Ansonsten werden wir nie sehen, wie wir den schaffen, aber naja. Es ist zu viel. Es ist zu viel Schaden. Zu viel. Nein, jetzt schießt er auch noch wieder dazu. Ich habe null Ahnung, wie man den machen soll. Wirklich, null Ahnung. Ich komme mir auch ehrlich gesagt zu schwach für den vor. Ich komme mir wirklich zu schwach für den vor. So, als hätte man vorher irgendwie noch 5 Stufen aufsteigen müssen, aber das gibt's ja in diesem Spiel gar nicht. Ich überlege, wie viel Leben ich schon verloren habe, wenn ich einmal von so einer dämlichen Fuck-Kugel getroffen werde. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann ihn ja quasi gar nicht ausweichen. Also schon, aber... ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Komischer Bosskampf. Cool designter, komischer Bosskampf. Eins, zwei. Drei. Wieder getroffen. Was hätte ich denn in der Luft machen sollen? Schon wieder getroffen. Das ist halt eine einzige Scheiße. Brauche ich im Prinzip schon gar nicht mehr weitermachen hier. Also, ich weiß nicht so recht.
Ich sehe da gerade momentan kein Vorankommen. Guck mal, wie viel Leben ich da verliere, selbst wenn ich den Scheiß blocke. So lächerlich. Kann ich vielleicht im richtigen Moment blocken? Was ist, wenn ich im... Gar nichts. Gar nichts passiert dann, wenn ich im richtigen Moment blocke. Ich kann sie also nur zurückschlagen. Und da, wie gesagt, auch nicht alle einer Salve. Funktioniert nicht. Ich schaffe vielleicht eine. Höchstens zwei. Der andere trifft mich, weil er logischerweise direkt hinter dem anderen kommt. So. Ich bin gesprungen. Sowas regt mich halt auch auf. Man drückt definitiv die Taste und nichts passiert. Man muss hier jetzt ja auch definitiv wieder aufpassen, dass er nicht anfängt zu schießen. Und das kann hier auch mal ganz gut passieren. Der fängt ja wieder an in irgendeiner Phase. Ja, jetzt hat er wieder die Schnauze voll. Fängt wieder gleichzeitig auch noch wieder an rumzuballern. Während er diese ganzen Fickfotzen herbeiruft. Ja, super. Das ist halt... ist ein einziger Arschkampf. Wo es wirklich nicht unbedingt... also auch auf die Fähigkeiten ankommt, aber auch auf viel Glück. Wie schießt er? Und in welchem Moment und wie steht man dazu? Da hatte ich jetzt zum Beispiel Glück. Okay, unser Mana ist alle. Den kriege ich. Das lasse ich lieber. Leider wieder einen abgekriegt. Ich finde, unser Held hält viel zu wenig aus. Viel, viel zu wenig. Er müsste eigentlich viel, viel mehr aushalten. Hitbox von dem ist aber auch einfach Pain in the Ass, ey. Wirklich. Pain in the Ass. Man ist immer so knapp, da schraubt man jedes Mal daran vorbei, von ihm einen Hit reinzukriegen. Weil es auf einmal doch irgendwie sein Körper ist und man nicht direkt davor... ja, das ist halt... Was soll ich machen? Was soll ich machen?
Es ist wirklich kein witziger Scheiß hier gerade. Ich meine, wie soll ich ihn denn schlagen, wenn ich gleichzeitig vor seinem massigen Körper abhauen muss? Ja, ganz toll. Ganz toll. Macht wirklich viel Spaß. So, nochmal wieder. Man kann sich ja auch ducken, stimmt ja. Ich meine, das ist jetzt in diesem Kampf nicht so wahnsinnig nützlich. Da habe ich wieder einen Hit reingekriegt. Kotzt mich an, ey. Kotzt mich echt einfach nur an. Mann, diese Scheißdinger hier. Die Trampoline des Todes. Warum schlägt er denn nicht? Dämlicher Hong. Ich glaube langsam, Buffering will sterben. Anders ist das nicht mehr zu erklären. Gut, letzter Versuch. Wirklich letzter Versuch danach ist zu Ende. Aktuell, wie gesagt, sehe keine Möglichkeit, den zu besiegen gerade. Da könnte ich jetzt auch noch 20 Mal das versuchen und dann sind wir sowieso über der halben Stunde, dann... Gut, da hat er nochmal schön einen mitgekriegt hier. Ja, komm. Das kann ich nicht stehen lassen. Als letzten Versuch machen wir noch einen. Kann es denn sein, dass ich in diese Scheißdinger jetzt wieder so reinspringe? Okay, ja gut. Ja. Wie gesagt, wir beenden das jetzt an der Stelle. Ich sehe momentan kein Potenzial mehr für mehr. Also den werde ich nicht besiegen können. Und damit ist, kann man auch sicher schon sagen, dass das Projekt damit beendet ist. Denn nur noch ein Wunder, ein großes Wunder könnte irgendetwas daran ändern, dass, ja, Slain nicht abgesetzt wird. Generell werde ich in Zukunft ein Weekly Valdez nochmal machen. Wobei es heißt nicht mehr Weekly Valdez, es heißt ja jetzt Irregular Valdez. Zum Thema Adventure Time. Und zur Zukunft von Adventure Time. Zukunft in Gänsefüßchen, in Anführungszeichen. Ja.
denke, die Performance der letzten Adventure Time Projekte war eindeutig in eine bestimmte Richtung. Ansonsten, ja, war das ein schönes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es privat zu Ende spielen werde, ehrlich gesagt. Das wird sich zeigen. Vielleicht, wenn ich mal irgendwie gar nichts anderes mehr zu spielen habe, denn ich habe noch so viele größere Spiele, sage ich jetzt mal, die ich dringender spielen will, aber das ist, spielt jetzt im Prinzip auch für diesen Kanal keine Rolle. Ja, hat mir Spaß gemacht, dass ihr eingeschaltet habt bis zu einem gewissen, ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ansonsten, I want you for an adventure.